Grüßt euch, meine lieben YouTube-Freunde. Heute möchte ich euch eine meiner Lieblingstabake vorstellen. Und zwar den Caledonian Highland Green. Schaut das so aus. Den rauche ich in einer schönen Moonlight-Pippe. Sehr gut verarbeitet. Tolle Pfeife. Ja, zu dem Tabak. Erstmal noch vorab. Jetzt habt ihr bald los mit so viel YouTube-Filme, weil nächste Woche wird wieder gearbeitet. Homeoffice ist vorbei. Bin jetzt direkt froh, weil jetzt ist mir schon langsam der Deckel auf den Kopf gefallen. Kommen wir zum Tabak. So, den Caledonian Highland Green. Der Tabak ist aus Virgin-Blattgut. Wird von Hand mit Doug Cavendish gemischt. Ich lese das da ab, weil ich kann mir das nicht alles da merken. Der in Whiskyfässer dann auch gereift wird. Abgerundet mit süßem Scotch Whisky Likör. Also sehr, sehr gut. Der Raumduft ist 3 von 5. Aromatisch fruchtig. Das ist ja wirklich, darum ist das einer meiner Lieblingstabake. Und ist ein dänischer Tabak. Und ein leichter Tabak. Ich schaue mal, ob ich da das Blatt Tabakbild euch zeigen kann. Schaut das so aus. Wirklich ein herrlicher Tabak, den kann ich auch nur jedem empfehlen. Der Geruch ist sehr gut, süßlich, obwohl das keine Aromabomben ist, aber ist wirklich sehr, sehr gut. So, den genieße ich jetzt. Und jetzt warte ich da gerade auf den Paketdienst, der steht da gerade, da kann ich jetzt genau sehen, der steht da auf der Straße da draußen. Und da kriege ich jetzt eine Pfeife zum Aufbereiten von dieser Huber-Pfeife, Nobelmann oder wie der heißt, Nobelmann, ja, von 2000, Jahrespfeife von Jahr 2000. Also das gute Stück ist schon über 20 Jahre. Die werde ich dann aufbereiten. Vielleicht zeige ich euch dann am Video. Herrlicher Tabak. Also den kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Schöner, leichter Tabak. Den Geruch. Super. Ja. Jetzt habt ihr da bald ein Rühr von mir. Gibt es dann immer so wie viel mehr, vielleicht einmal in der Woche oder zwei Wochen. Weil wenn es dann wieder drei Schichten arbeiten musst, da vergeht da alles. Da magst du nicht einmal mit deiner Frau schmusen, so mild bist du. Okay, das war's jetzt schon wieder. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Albert 40.